Dem Dank kann ich mich vollumfänglich anschließen, aber er richtet sich meinerseits natürlich an Sie, sehr geehrter Herr Professor Pratzinger, lieber Hermann Pratzinger, liebe Frau Professor Hagedorn Saupe, die Sie ja das ganze Projekt schon so lange als Projektsteuerin verantworten und begleiten, liebe Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer an den Bildschirmen, aber auch die paar, die es hierher schaffen konnten und durften. Das ist irgendwie jedes Mal wieder ein trostloser Anblick, wenn man in so dünn besetzte Zuschauerräume schaut. Das tut einem ja wirklich richtig weh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also der Zukunftsforscher Matthias Haag sagte neulich in einem Interview in der FAZ, das Virus zwingt uns dazu zu entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen. Er fordert dazu auf, Positives aus der Krise zu ziehen und von den Lösungen her zu denken. Und mir als Staatsministerin für Kultur ausgerechnet, die ist ja nun maximal getroffen von dem Angriff des Virus auf unser Lebensmodell. Mir tut das einerseits gut, dass jemand uns noch so Hoffnung macht. Andererseits frage ich mich, wenn Künstlerinnen, wenn Kuratoren, Schauspieler, Tänzerinnen schlicht um ihre Existenz bangen und wenn Kulturinstitutionen vorübergehend schließen müssen und in eine ja nach wie vor ungewisse Zukunft schauen, wenn also Medien über immer weiter steigende Fallzahlen berichten, dann fällt das nicht nur mir und uns und Ihnen sicherlich schwer, der Krise auch nur irgendetwas Positives abzutrotzen. Dass uns aber in einer zunehmend technisierten Welt gerade ein Mikroorganismus, also ein Virus, zum Nachdenken darüber zwingt, was für uns im Leben unverzichtbar ist, das sehe ich dann doch auch als Chance gerade für die Kultur, in der ja Antworten auf letzte Fragen immer wieder gesucht werden. Und dazu gehört sicher natürlich auch die Frage, wie wir die Digitalisierung sinnvoll gestalten und für uns alle nutzbar machen wollen. Und da ist es dann doch beglückend, dass es ausgerechnet natürlich einmal mehr Kreative sind, die zeigen, welchen Weg wir hier einschlagen könnten. Denn wie nie zuvor nutzen ja gerade Künstlerinnen und Künstler seit Beginn der Pandemie das Internet als kulturellen Veranstaltungsort. An uns ist es jetzt daraus auch Geschäftsmodelle zu machen, damit die Künstler auch im Netz von ihrer Leistung leben können. Aber sie versuchen ja immerhin mit ihren Auftritten im Netz von den Lösungen her zu denken, wie es Haag sagte. Und es ist schön zu sehen, wie schnell und erfindungsbereit gerade auch Museen mit digitalen Formaten ein neues Publikum erreichen. Die Corona-Krise hat der Digitalisierung jedenfalls, glauben wir, einen echten Schub gegeben. Wir haben so viele spannende Projekte uns ausgedacht vorher und immer wieder auch Appetit darauf gemacht, solche Projektgelder abzufordern. Aber das hat natürlich jetzt in der Krise doch nochmal von sich aus so eine Fahrt aufgenommen. Und die Kontaktbeschränkungen und der Shutdown haben auch unter dem vielbeschworenen Brennglas gezeigt, wie sehr wir auf physische Nähe, auf direkten Austausch und auf gemeinsames Erleben angewiesen sind. Ich glaube ja immer, das Bildschirmerlebnis, sorry an die Technikfreaks hier, kann das Gemeinschaftserlebnis jedenfalls nicht ersetzen. Aber es kann es natürlich ganz toll ergänzen. Und die digitalen Medien können, und das mit, wie ich finde, durchaus auch mal großem Gewinn, kulturelle Erlebnisse verbreiten. Also sie erreichen damit ja meistens zahlenmäßig, wenn es ankommt, ein viel, viel größeres Publikum als das, was im Saal sitzen könnte. Sie können das Erlebnis also verbreiten, vermitteln, vertiefen und sie können vor allen Dingen Menschen indirekt miteinander in Kontakt bringen, die sonst nicht miteinander kommunizieren würden und dazu beitragen, dass wir eben dann doch voneinander lernen und Wissen teilen. Und auf eben diesen Stärken der Digitalisierung hat das Pilotprojekt Museum 4.0 von Anfang an angesetzt, mit einer modellhaften Arbeitsstruktur, die finde ich nämlich auch beachtlich, und einer fruchtbaren Verbundarbeit mit Wissenstransfer und Vernetzung eben selber auch auf der Meta-Ebene. Und ich bin begeistert, wie viele herausragende Prototypen so entstanden sind, die andere Museen in Deutschland nachnutzen könnten. Auch dieser Gedanke ist natürlich sehr attraktiv. Herzlichen Dank dafür, vor allen Dingen alle Beteiligten, ganz besonders Ihnen. Ich habe es schon gesagt, liebe Frau Professor Hagedorn-Saupe von der SPK, Sie steuern das Gesamtprojekt mit großem Engagement und machen damit diese fruchtbare Kooperation ja auch überhaupt erst möglich.
Und das Augmented Reality, Virtual Reality, 3D-Modellierung, intelligente Führungssysteme, die Objekte in einem Museum ganz neu, wie man immer so sagt, zum Sprechen bringen kann, dass sie den Museumsraum öffnen und das analoge Kunsterlebnis noch vertiefen können. Davon waren wir von Anfang an überzeugt, als wir das Pilotprojekt vor 3 Jahren ins Leben riefen mit eben 15 Millionen. Und wie real es sich dabei anfühlt, virtuell auf dem Mond zu landen. Ich war ja bei dieser tollen Installation bei der Messe 2018 dabei und selber ganz begeistert, wie real es sich also anfühlt, auf dem Mond zu landen, dass die NASA alle Daten inzwischen so weit im Netz verbreitet hat, dass man das eben tatsächlich nachdesignen kann, wie es sich anfühlt, den Lebewesen auf dem Waldboden quasi auf Augenhöhe zu begegnen. Das war so ein anderes Projekt dabei. Oder welche kunstgeschichtlichen Dimensionen des Bildes Der Kaufmann von Venedig von Hans Holbein dem Jüngeren mithilfe einer Tablet-Anwendung sichtbar werden. Das, liebe Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer, habe ich erst bei der Vorstellung Ihrer ersten Ergebnisse selber so leibhaftig erfasst. Entsprechend gespannt bin ich auf die Filme, die Sie uns gleich präsentieren. Ich bin überzeugt, Ihre Ideen werden die Museumslandschaft nicht nur in der Krise, sondern ganz generell und vielleicht gerade jetzt enorm bereichern. Deshalb freue ich mich auch, dass wir im Rahmen des Programms Neustart Kultur, also diese berühmte Milliarde, mit der wir versuchen, Not zu lindern, auch wenn wir nicht alle Probleme lösen können jetzt im Lockdown, dass wir im Rahmen dieses Programms Neustart Kultur das Projekt um ein Jahr bis 2021 mit weiteren 10 Millionen Euro verlängern können. Das haben wir deshalb getan, weil die Ergebnisse so überzeugend waren und weil man hier einfach auf toll gemachten und guten Erfahrungen mit entsprechenden Ergebnissen aufsetzen konnte. Die Digitalisierungsstrategie des Bundes profitiert davon. Ich werde nicht vergessen, wie ich bei einer Kabinettssitzung Digitalisierung sogar den Freak Helge Braun mit unseren Beispielen echt begeistern konnte. Der war beeindruckt, hatte wohl gedacht, in der Kultur läuft das nicht ganz so schnell nach vorne, wie er in den anderen Bereichen sieht. Aber das hat damals viele, weil es auch so anschaulich ist, wirklich sehr begeistert. Damit unterschiedlichste Anwendungen für die jeweiligen Besuchergruppen und Museen entstehen, waren von Anbeginn an ja große und kleine Museen der Kultur- und Migrationsgeschichte, dann aber auch sehr gemischt der Naturkunde, des Brauchtums, des immateriellen Kulturerbes und natürlich auch der Technologiegeschichte im Verbund vertreten. Auch das ist ein sehr überzeugender Aspekt Ihrer Arbeit hier. Und mit der Erhöhung des Etats von 15 auf 25 Millionen können wir nun 10 weitere, bislang lediglich assoziierte Partner in den Verbund nehmen. Sie haben uns bereits mit innovativen Projektideen überzeugt und ich bin gespannt, wie Sie das Ideenlabor und das Spektrum an Prototypen auch jetzt auf diese Bereiche erweitern. Wir dürfen es nicht allein den Tech-Giganten und deren ökonomischen Interessen überlassen, wie wir die Technologie zukünftig nutzen, welches Wissen wir uns digital erschließen und wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Das ist zumindest unsere Überzeugung, sondern wir müssen das selber kreieren. Die digitale Entwicklung ist im Kulturbereich genauso notwendig wie in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, aber wir brauchen eben auch eigene Wege und vor allen Dingen verbindliche Werte bei der Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Und die können nur gemeinsam im Verbund eben mit verschiedenen Akteuren erarbeitet werden. Die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mercedes Bunz schrieb in ihrem Buch mit dem Titel »Die stille Revolution« Folgendes: »Die Digitalisierung bietet uns heute die Möglichkeit, eine andere Zukunft zu gestalten und aus ihr wird, was wir aus ihr machen.« In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin einen lebendigen Austausch und weiterhin für uns alle so starke Ideen, um die gesellschaftlichen Debatten über neue Technologien einfach mitzuprägen und vor allem natürlich auch, um die Museen in Deutschland zukunftsfest zu machen. Ich freue mich, dass wir mit ein bisschen Geld dazu beitragen können.